zur Zusammenstellung meines knapp 800 € ITX Gaming PCs. Bei ITX muss euch von vornherein natürlich klar sein, der ist ja hier zum Beispiel nett für LAN-Partys gedacht, auch wenn es leider am Aussterben ist, die ein oder anderen gibt es ja noch, wenn man auf sowas steht oder einfach nur einen kompakten PC neben sich stehen haben möchte. ITX ist im Vergleich zu einem normalen Miettower für die gleiche Leistung teurer. Die Mainboards sind teurer, die Gehäuse sind, auch wenn es eigentlich weniger Materialaufwand wäre, auch teurer. Dafür hat man halt den kleinen Formfaktor. Wenn man das nicht möchte, kann man natürlich mit einem normalen PC mehr Leistung kriegen für die 800 €. Als Prozessor haben wir den Intel Core i5-4460 mit 4x3,2 GHz. Im Turbo-Takt sind es 3,4 GHz, damit ich keinen Unsinn erzähle. 3,4. Haswell-Prozessor, also Haswell Refresh eigentlich schon, die neueste Intel-Architektur für den Desktop-Bereich aktuell, 84 Watt TDP. Und dann Intel HD Graphics 4600, die uns bei unseren LAN-Gaming-PC herzlich egal ist. Als CPU-Kühler nehmen wir nicht den Box, sondern den LC-Power LC-CC97. Man kann jetzt sagen, was ist das denn für ein witziges Ding, und 9 €, da kann man sich das auch gleich sparen und den Box-Kühler nehmen. Aber ich habe ihn aktuell bei mir zu Hause, und eigentlich habe ich ihn sogar zweimal zu Hause, und im Vergleich zum Boxkühler ist er wirklich leise. Er hat meinen alten i7-2600, der nochmal knapp 10 Watt mehr TDP hat, wirklich deutlich leiser als der Boxkühler gekühlt. Und da man den i5 sowieso nicht übertakten kann und das Gehäuse, was ich habe, auch einen recht guten Airflow bietet, ist dieser als Ersatz für den Boxkühler völlig ausreichend und sollte einen deutlich leiseren Betrieb nochmal gewährleisten. Als Mainboard haben wir das ASRock H97 ITX AC mit voller WLAN-Ausstattung. 98 € sind natürlich eine Menge Geld für ein H97 Mainboard. Es liegt halt auch am ATX-Formfaktor, man kriegt praktisch weniger Ausstattung und bezahlt mehr, aber so ist das halt. Wir haben nur zwei RAM-Bänke, wie bei ITX üblich. Hier das WLAN-Modul installiert, das wird mit Kabeln dann nach hinten hier verbunden einmal. Vom WLAN-Modul zum I/O-Panel. Ja, der H97-Chipsatz, wir haben DDR3 bis 1600, also Standard, ein PCI-Express 3.0 X16. Ich hätte das Ganze auch noch als H81-Board nehmen können, dann hätte ich aber auf PCI-Express 3.0 verzichtet. Und momentan macht das zwar nur wenige Prozentpunkte Leistungsunterschied aus, aber für die Zukunft, auch wenn man Teile nicht für die Zukunft nicht wirklich kaufen soll. Wir haben einen ALC 862 mit 7.1 Sound, liefert ganz guten Sound, wenn man nicht irgendwie die Überkopfhörer für mehrere hundert Euro hat. Dann ist der Unterschied eher marginal. Wenn man natürlich audiophil ist, sollte man auf eine bessere Soundkarte umsteigen, was leider beim ITX-Board nicht funktioniert. Und da sehen wir schon Einschränkungen bei ITX, aber es gibt ja immer noch externe Soundkarten. Ja, gut, wir haben natürlich Gigabyte Ethernet und 4x USB 3.0, 2x USB 2.0, ein PS2, einen kombinierten für Maus und Tastatur für alle, die es noch brauchen, und 5 SATA 6 GB 1, 2, 3, 4, 5. Gut, zum Arbeitsspeicher. Wir haben den Standardspeicher, der mittlerweile wahrscheinlich jeder kennt, den Crucial Ballistic Sports, der mit bisschen über 54 € sogar schon wieder in günstige Gefilde gewandert ist. Keine Ahnung, wie das geschafft wurde bei diesem Euro-Kurs, aber es ist so. Wenn er jetzt irgendwann wieder knapp 30 € kostet, dann fühlt man sich an schöne, gute, alte Zeiten erinnert. Auf jeden Fall, ja, eigentlich zuverlässiger Arbeitsspeicher. Manche mögen ihn als Ausschussproduktion bezeichnen, aber er tut seinen Dienst, die Timings sind in Ordnung, die Taktung ist in Ordnung, mehr unterstützt das Mainboard eh nicht und der i5 wird auch nicht von schnelleren Speicher nur marginal profitieren. Deswegen nehmen wir aufgrund des unglaublich guten Preis-Leistungs-Verhältnisses diesen Speicher. Als Grafikkarte die Club 3D Radeon R980X Royal Queen. Eine relativ preiswerte 280X, jedoch auch mit einem recht guten Kühlkonzept, das unter Last nicht zu laut wird. Die 280X, ja, danke Anzeige, genau das wollte ich sagen. Wenn man mehr Geld hat, kann man natürlich über eine 290 nachdenken. Und früher, als die 290 noch für sogar teilweise unter 250 € zu haben war und gute Modelle unter 250 €, hätte ich gesagt, lass die 280X weg und steig direkt auf die 290 um. Aber jetzt, wo die 290 die guten Modelle knapp 300 € kosten, ist die 280X wieder eine gute Option geworden. Verbrauch über 190 Watt, wow, das kann alles bedeuten. Naja, man hat wahrscheinlich um die 200, 220 Watt im Spiellastbetrieb und, oder unter Führermarkt ein bisschen mehr, aber auch nicht so viel. Ein 6-Pin, ein 8-Pin stellt das gewählte Netzteil von uns auch bereit. Fertigungsprozess 28 Nanometer, was dann vielleicht irgendwann bei den neuen Generationen dann auf 22 Nanometer geht. Wäre sehr wünschenswert. Als Festplatte die 1 TB Seagate Desktop HDD, ja,
Ich würde auch lieber die Western Digital Blue nehmen, aber bei diesen heftigen Preisen, die aktuell für HDDs fällig werden, habe ich mir gedacht, nein, da muss man denen nicht noch mehr Geld geben. Und Seagate ist auch, also die Unterschiede zwischen Western Digital und Seagate sind eigentlich nur persönliche Präferenzen und Festplatten sind mittlerweile eigentlich so zuverlässig, dass die Ausfallquote da wirklich ziemlich gering ist, egal zu welchen Hersteller man da greift. No-Name-Hersteller gibt es im Bereich Festplatten da nicht. Als Gehäuse, ja, 108 Euro, ihr seht richtig, das Corsair Graphite Series 380T Mini Tower unterstützt auch nur MITX-Boards. Es ist halt, man zahlt viel dafür, dass Corsair draufsteht, man zahlt dafür, dass es ein ITX-Gehäuse ist und man zahlt fürs Design. Aber ich finde es wirklich ziemlich schick, alleine dieser Start-Stop-Button hier vom Autodesign inspiriert. Man hat, soweit ich weiß, einen 140 mm Lüfter und einen 120 mm Lüfter, yep, inkludiert. Was auch für das System, was wir hier drin verbaut haben, völlig ausreichen sollte. Also sehr edel designt, wie ich finde, und oben der Tragegriff. Die Seitenpaneele lassen sich hier einfach abnehmen zum drin arbeiten. Das Netzteil ist unten, oben kommt das Board drüber. Ich finde, es ist einfach ein sehr schönes Design und ich würde es mir leisten, wenn ich das Geld dafür hätte. Okay, wenn ich mir überhaupt einen ITX-PC bräuchte, weil aktuell bin ich mit meinem PC sehr zufrieden. Gut, auf jeden Fall meine Empfehlung für alle, denen es wert ist, dass sie Geld für Design ausgeben. Wenn nicht, ist man natürlich mit einem normalen Mid-Tower günstiger dran. Als Netzteil das Cooler Master VS Series 54. Niemand weiß, ob es V450, V450S oder VS450 heißt. Außer vielleicht Cooler Master selbst. Da wird man sich nicht einig. Auf jeden Fall ein gutes Netzteil. Ich habe es selber an meinen Haupt-PC verbaut. Die Bewertung von Nonim Gutzi und hier Henrik von mir. Das ist super. Auf jeden Fall relativ hochwertige Komponenten. Der Kritikpunkt ist der günstige Gleitlagerlüfter, wo im PCGH-Forum den auch nachgesagt wird, der Lüfter wird eh nach 2 Jahren den Dienst krepieren, also weggehen. Aber wenn ich sage, wenn die Lüfter alle nach 2 Jahren ausfallen würden, sie würden keine 5 Jahre Garantie geben. Und Gleitlager ist natürlich eine hohe Serienstreuung und ja, Gleitlager halt, aber 5 Jahre Garantie werden sie eigentlich nicht umsonst geben. So ein Hersteller, ich sag schon Hersteller zu Cooler Master, okay, das tut mir leid. So eine Marke kann es sich nicht leisten, 5 Jahre Garantie auf etwas zu geben, was dann in keinem Fall 5 Jahre durchhält. Die werden auch nicht darauf spekulieren, dass es einfach nicht zurückgibt. Ich schätze da schon, dass die Qualität da gegeben ist. Wenn nicht, ich werde mein System vielleicht auch nur 92 hängen. Mit dem Teil wird es dann ziemlich ausgelastet sein. Und wenn es vorher den Dienst quittieren, werdet ihr das sicher noch demnächst von mir hören. Gut, dann waren wir bei dem gesamten Warenkorb. Hier noch einmal alles aufgelistet, nicht so ganz in der schönen Reihenfolge wie eben. Wir haben 795,90 €, also noch knapp drunter, falls irgendein Praktikant bei Mindfactory der Ansicht ist, er dreht durch und überhöht die Preise von irgendwas. Auf jeden Fall, wie ich finde, ein schönes ITX-System. Kritik und Verbesserungsvorschläge gerne in die Kommentare, bin ich für offen. Wenn euch es gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann dislike das Video halt, aber dann auch gerne mit Kritik in den Kommentaren. Einfach nur Dislikes ohne Kritik sehe ich als Hate an, weil ohne Verbesserungsvorschläge hilft mir das überhaupt nicht. Wahrscheinlich wollt ihr mir auch gar nicht helfen. Ja, das Einzige, was man jetzt noch sagen könnte, ist, das Mainboard hat nur 2 RAM-Slots und wir haben ein Dual-Kit. Man könnte sich überlegen, ob man direkt auf 16 GB geht oder nur ein 8 GB-Träger, weil irgendwann, man hat jetzt mit 16 schon leichte Vorteile, teilweise in manchen Spielen, und 8 werden auch irgendwann zu wenig werden. Und sonst müsste man das ganze Kit rausmachen, wenn man noch einen Zweit-PC hat, dem man das geben kann, okay. Wenn nicht, könnte man sich da schon ein paar Gedanken für die Zukunft drüber machen. Gut, das war's dann mit dem PC und wir sehen uns bei der nächsten Zusammenstellung oder bei den DayZ Let's Plays, die ich jetzt demnächst hochladen werde, wo auch die Fehlermeldung bzw. die Meldung kam, dass Windows Movie Maker jetzt fertig gerendert hat. Ja, es tut mir leid, Windows Movie Maker. Würden die gecrackten Versionen nicht. Nein, sowas gibt es gar nicht. Gut, dann bis zum nächsten Mal bei der nächsten PC-Zusammenstellung oder was auch immer. Wenn ihr Wünsche habt, was ich mal machen soll, dann schreibt es in die Kommentare.